Es geht los zum Fototermin in den Garten. Noch schnell die Models aus dem Auto holen. Die Gastgeberin wartet schon. Hallo Dirk. Hallo Iris. Schön, dass es geklappt hat. Ja, es freut mich ebenfalls. Na, was hast du Schönes mitgebracht? Blattschmuckpflanzen. Na dann, mach mal los, oder? Denke ich. Blattschmuckpflanzen in Szene setzen, das ist der Auftrag, den Gartenfotograf Dirk Mann heute hat. In diesem Privatgarten bei Dresden, der genau das richtige Ambiente bietet. Also im Grunde hätte ich ganz gern meinen Auftraggeber ein Arrangement aus Blattschmuckpflanzen auf einer Terrasse, dass er nutzt für Plakate, um im Sommer dann Blattschmuckpflanzen zu bewerben als Alternative für saisonale Blütenpflanzen. Rund 300 Privatgärten besucht Dirk Mann regelmäßig, um dort zu fotografieren. Das Storyboard zeigt, wo es heute hingehen soll. Noch kurz optimieren, dann geht es los mit dem Shooting. Iris, die Gartenbesitzerin, hilft, wo sie kann. Genau so. Bitte halten. Jeder Garten setzt andere Schwerpunkte, eine Vielfalt, die der Fotograf zu schätzen weiß. Aber auch die Gartenbesitzer freuen sich auf seinen Besuch. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis fast. Also die Leidenschaft zu Pflanzen, Garten verbindet. Und es ist ein Geben und Nehmen, weil mit meinem Besuch gebe ich natürlich auch ein bisschen Wissen und ein paar Tipps und ein paar Ratschläge zur Gartengestaltung preis. Und im Nachgang kommen dann die Fotos, die man dann privat selbst verwenden kann. Nach dem Shooting geht es gleich weiter zur eigenen Gärtnerei. Denn der gelernte Gartenbauwissenschaftler ist nicht nur Fotograf. Seine Models zieht er selber. Und er verkauft sie auch. Seltene und ausgefallene Arten sind seine Leidenschaft. Ich bin kein klassischer Gartenfotograf, weil ich im Hintergrund noch eine Gärtnerei habe. Ich kombiniere Kräuter- und Staudengärtnerei mit Fotogärtnerei, das heißt ein Gartenfotostudio mit Themen- und Schaugärten, und bin spezialisiert auf seltene Pflanzen, darunter 500 verschiedene Kräuter, aber auch 3000 verschiedene Stauden. Und zu den Kräutern, ich stehe davor, zählt zum Beispiel auch die Jamswurzel, die man in Deutschland kaum erhält und die schon eine besondere Kletterpflanze ist, und viele weitere neckische Sachen finden Kunden bei mir. Seit 2 Jahren baut er im Alleingang in Mühlbach bei Dresden an seiner Fotogärtnerei. Substrat für die Themengärten liegt schon bereit. Einige Ecken, hier mit Sonnenhut und Federgras, sind schon sehr malerisch und machen neugierig auf das fertige Gartenfotostudio. Rund 500.000 Aufnahmen hat Dirk Mann in den letzten 20 Jahren fotografiert. Ein riesiger Fundus. Die Motive werden ihm sicher nicht ausgehen.